Hier haben wir jetzt das Plateau Nummer 7, das sich speziell mit dem Unbekannten in der Kunst befasst. Und wir haben einen wunderschönen Satz von Willy Baumeister gefunden. Es könnte sein, dass die Augen ein Netzwerk ins Dunkle auswerfen. Also ich finde, das ist so poetisch und so wunderbar. Und hier haben wir dann auch nochmal dieses Diagramm, in dem man sieht, wie er ausgehend von der Gerockstraße sozusagen seine Kontakte aufbaut. Und hier haben wir auch nochmal die Fluchtroute nach Horn hier eingetragen. Also hier sehen wir jetzt eine Vitrine, die im Zusammenhang steht mit dem Unbekannten in der Kunst. Wir blicken auf das Manuskript. Dann faszinierte uns dieser zerrissene Schutzumschlag. Und wir haben hier den Blindband, wo er versucht, die Anordnung der Abbildungen zu treffen, den Korrekturband und die ganzen verschiedenen Ausgaben. Und wir haben hier mit zwei Exemplaren Abbildungen aufgeschlagen, die wir auch in der Ausstellung zeigen, wie das große Rollbild mit dem Titel Langes Leben. Dann kommen wir hier rüber und sehen nochmal eine zweite Vitrine, in der die kleinen Artefakte liegen, unter anderem die Faustkeile, diese erste Abbildung, die Venus von Willendorf, die Gipsabgüsse und einige kykladische und ägyptische Figuren. Hier an der Seite stehen verschiedene Objekte aus eurer Sammlung und repräsentieren die Vielfalt und Universalität der Sammlung.